Leute, nach langer, langer Zeit habe ich mal wieder ein Make-up-Tutorial gedreht und zwar zum Thema Herbst diesmal. Denn bald ist ja Herbst und das ist das Make-up, was ich euch gerne zeigen möchte. Und wenn es euch gefällt, einfach dranbleiben, zuschauen und nachschminken. Viel Spaß! Die Grundierung habe ich jetzt beim Filmen weggelassen, da es ja immer dieselbe Routine ist. Von daher fokussiere ich mich diesmal nur auf die Augen und die Lippen. Ich benutze hier das Mono Eyes Lidschatten Nummer 24. Das ist so ein gold-orange-brauner Ton. Ich weiß gar nicht, wie ich die Farbe beschreiben soll. Auf jeden Fall herbstlich ist es. Naja, wie ihr seht, trage ich diese Farbe auf das ganze bewegliche Augenlid auf. Den Link zum Nachkaufen habe ich wie immer unten in der Infobox für euch. Danach benutze ich die Nummer 26 von Mono Eyes und diesen Farbton kann ich beschreiben. Yep, es ist dunkelbraun mit Goldschimmer drin. Den trägt ihr dann auf das äußere Drittel eures Augenlides auf und nicht vergessen, danach einen Blending Brush zu benutzen, um das Ganze zu verblenden. Dann kommen wir zum Eyeliner. Ich benutze im Video den Eyeliner von Adeco, aber ihr könnt den Eyeliner nehmen, mit dem ihr am besten zurechtkommt. Und ganz smooth den Eyeliner ziehen und falls ihr Probleme dabei habt, einfach mir einen Kommentar hinterlassen und ich mache dann ein anderes Video dazu. Bevor ich meine Wimpern tusche, brauche ich erstmal eine Wimpernzange, denn ich habe leider keine schöne lange Wimpern und ja, ich beneide dich und bin mega eifersüchtig, wenn du schöne lange gewellte Wimpern hast. Und dann tusche ich meine Wimpern mit der Mascara von Chanel. Ich muss sagen, die war teuer, aber für asiatische Wimpern ist die echt gut. Also falls du auch eine Asiatin bist, ich kann die nur weiterempfehlen. Die unteren Wimpern nicht vergessen zu tuschen, denn die sind sehr wichtig. Und hier benutze ich die Mascara von Guerlain. Und zwar mag ich die, weil auf der einen Seite eine kleine Mascara-Bürste ist. Für meine Augenbrauen benutze ich Bobbi Brown. Und zwar ziehe ich erst meine Augenbrauen mit dem Augenbrauenstift nach. Und danach benutze ich das Gel, um meine Augenbrauen zu formen. Dann zum Schluss, als nächstes benutze ich den Ultimate Color von Catrice und zwar die Nummer 160, Tell Me a Berry Tale. So berry berry, but doesn't taste like berries. Ja, auf jeden Fall benutze ich danach noch einen Lipgloss als Finish für meine Lippen. Dann kommen wir zum Konturieren und das ist mein neues Make-up Forever Contour and Highlight Set. Ich muss sagen, ich mag es sehr und es ist ziemlich gut. Also ziemlich empfehlenswert. Zum Konturieren benutze ich den Ankle Brush von Sephora und die Online-Seite habe ich wie immer unten in der Infobox für euch. Jetzt aber zum Finish. Jeder braucht rosige Wangen, also tragt ein bisschen Blush auf eure Apfelbäckchen. Jetzt noch die Haare aufmachen und das war's. So sieht das Gesamtlook aus. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Und wie jeder andere YouTuber habe auch ich Instagram. Mein Name blende ich euch unten ein, aber ihr findet es auch unten in der Infobox. Meine Lieblingslidschattenfarbe ist braun und eures? Oder tragt ihr gar keine? Schreibt mir das in die Kommentare und falls ihr mich neu auf YouTube gefunden habt und mehr Videos sehen wollt, kein Problem, einfach unten auf das Button drücken, wo Abonnieren draufsteht und ihr habt mich abonniert. Und das heißt, ihr seid up to date, wenn ich ein neues Video hochlade. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye bye!